Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute versteckt im hinteren Teil unserer Tagesordnung und ohne dass es hierzu eine Plenardebatte geben würde, entscheidet die Bürgerschaft über den ersten Medienänderungsstaatsvertrag oder auf gut Deutsch über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Die Präsidentin hat diese Vorlage übrigens gegen den Willen der AfD-Fraktion in den Kultur- und Medienausschuss vorweg überwiesen. Das illustriert, dass die Obrigkeit in unserem Land kein Interesse daran hat, dass die Erhöhung der Rundfunkgebühren möglichst still und leise erfolgt. Den Gefallen tun wir Ihnen aber nicht, denn die AfD stellt sich natürlich gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Es mutet wie ein Treppenwitz an. Merkel, Tschentscher und Co. haben ja gerade ihre Beratungen über einen zweiten Lockdown abgeschlossen, über massivste Einschnitte für Bürger, Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen. Sie können ja vielleicht, wenn Sie vielleicht noch die Gelegenheit nutzen und bis Sonntag irgendwo im Restaurant essen gehen, das den Gastronomen mal erklären, dass sie hinter dieser Politik stehen. Und gleichzeitig winkt die Bürgerschaft heute eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro im Monat durch, um den scheinbar notleidenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter die Arme zu greifen. In Zeiten von Rekordschulden und Milliardenbelastungen, in Zeiten des ungezügelten Betätigens der Notenpresse, da wird dem Bürger noch mal richtig kräftig ins Portemonnaie gegriffen. Dabei haben die Bürger allein schon im letzten Jahr über 8 Milliarden Euro als Rundfunkbeitrag abgeführt. Corona wäre eine gute Gelegenheit gewesen, um den Rotstift anzusetzen und bestimmte Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fundamental zu überdenken. Aber nein, statt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verschlanken, statt ihn auf qualitativ hochwertige und politisch neutrale und ausgewogene Grundversorgung auszurichten, sollen die Anstalten fröhlich weiter wachsen und wuchern. Das können wir nur ablehnen. Wenn es nach der AfD ginge, müsste der Rundfunkbeitrag generell abgeschafft und durch ein freiwilliges Bezahlsystem ersetzt werden. Denn dann würde sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch endlich so wie Privatsender darum bemühen müssen, das Wohlgefallen ihrer Zuschauer und Zuhörer zu erregen. Als AfD-Mitglied fühle ich mich von diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Meinungen rechts der Mitte so gut wie gar nicht vorkommen und im Zweifel verächtlich gemacht werden, nicht repräsentiert und möchte deshalb auch keine Rundfunkbeiträge zahlen. Vielleicht wird ja dank der CDU in Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrages noch verhindert. Eine Haltung übrigens, die für die Hamburger CDU trotz neuem pseudokonservativen Landesvorsitzenden plus undenkbar wäre. Der Erhöhung des Rundfunkbeitrages wird die CDU hier in Hamburg gleich zustimmen. Sie können mich ja gerne widerlegen. Insofern kann ich allen CDU-Wählern nur abschließend mitgeben, Augen auf bei der Wahl. Vielen Dank.